Hallo und herzlich willkommen bei Bars Tuning. Wir werden heute beim A38L den Temperaturfühler ausbauen vom Kühlmittel. Der sitzt nämlich hier unten drin. Das heißt, ihr nehmt die Motorabdeckung ab. Das sollte kein Thema sein. Je nach Modell, was ihr habt, ist das geschraubt oder nur gesteckt. Genau, der Sensor sitzt hier unten drin. Bevor wir anfangen, ist es so, dass das Fahrzeug natürlich abgekühlt sein sollte. Dementsprechend, dass das Kühlmittel kalt ist, dass ihr euch die Hände nicht verbrüht. Außerdem ist es so, dass wir das System drucklos machen. Dazu schrauben wir den Behälter hier einmal auf. Nicht, wenn das Kühlsystem noch heiß ist, dann nicht. Ansonsten kann es sein, dass hier Kühlwasser rausspritzt. Das wäre nicht gut. Dementsprechend abkühlen lassen, Behälter langsam und vorsichtig aufschrauben und dann könnt ihr hier auch wieder den Deckel drauf machen. Das ist einfach nur dafür da, dass das System nicht unter Druck steht. Das merkt ihr zum Beispiel hier am Kühlerschlauch, merkt ihr sowas. Wenn der kalt ist, könnt ihr die Arbeit durchführen. Lösen wir mal den Stecker. Das funktioniert eigentlich ganz gut mit der Hand, wenn ihr die Kraft in den Fingern habt für den Clip. Ansonsten könnt ihr euch auch einen kleinen Schraubendreher zur Hilfe nehmen. Ganz leicht den Clip nach oben hebeln und könnt dann den Stecker abnehmen. Was wir gemacht haben, ist einfach nur die Nase hier leicht angehoben, um dann dementsprechend den Stecker zu lösen. Wenn ihr genug Kraft in den Fingern habt, könnt ihr natürlich auch einfach diesen Clip hier nach oben drücken. Dann geht es natürlich auch. Und da sehen wir hier hinten eine Klammer drin. Das ist so eine U-Klammer. Damit ist dieser Sensor befestigt. Und ziehen dann diese Klammer hier raus. Also wie gesagt, die sitzt hier so drin. Und wir ziehen sie praktisch nach hinten. Mit ein bisschen Kraft in den Fingern funktioniert das ganz gut. Könnt euch aber auch, wie gesagt, einen Schraubendreher zur Hilfe nehmen. Und dann können wir den Sensor nach oben hin rausziehen. Wichtig ist, wenn wir den alten Sensor rausziehen, da gehört immer ein Dichtring mit dazu. Hier ist dann dementsprechend dieser Dichtring dazu. Wenn wir unseren neuen Sensor einbauen, ich habe jetzt keinen neuen, das ist ein Schlachter. Wichtig, der Dichtring muss drauf sein. Wir können das Ganze dann hier wieder einsetzen. Drücken den runter und ihr merkt schon, dass er dann wieder fest drin sitzt. Drehen natürlich auch so hin, dass der Stecker dementsprechend wieder richtig ist. So ist er richtig, weil der Stecker nachher wieder so drauf sitzt. Hier natürlich wieder unsere Klammer rein. Wichtig ist, den Temperaturfühler wirklich ganz runter zu drücken, ansonsten geht die Klammer nicht rein. Und schieben dann die Klammer wieder hier drauf. Wichtig wäre vielleicht, die Klammer wirklich festzugreifen und nicht fallen zu lassen, sodass die irgendwo im Motorraum verschwindet. Testen ganz kurz am Sensor, der ist wieder fest, das passt. Anschließend, zu guter Letzt, kommt der Stecker wieder drauf. Bis er Klick macht. Und das wäre es gewesen. Das ist mit dem Video gewesen sein. Weitere Videos zum A38L und auch zu anderen Fahrzeugen mit mir auf dem Kanal. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht, wann immer das Video seht. Bis dann. Ciao.